Jo, nur ein kurzer Cut, wie gesagt. Vielleicht kommt eben wieder ein Wirbelstrom, oder? Ja, war klar. Unmöglich. Das muss eine von Kains Täuschungen sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, Moment. Das sieht aus wie Türen, die man öffnen kann. Aber es sind keine Türen, die man öffnen kann. Komisch. Na, wie viele Wirbelströme kommen noch? Ich krieg schon das lange das Katzen bei diesen Dingern. Oh. Diesen Bildern kommt mein Verstand ins Wanken. Steht dieser Kampf unmittelbar bevor oder ist er Jahrhunderte entfernt? Okay. Wird es diesen Kampf gleich geben oder nicht? Das ist hier die Frage. Aber ein Portal wäre echt epic. Vorher. Und kommt noch eins? Hä? Das kann nicht sein. Was für ein Wahnsinn ist das nun wieder? Kain muss mich für sehr leichtgläubig halten, wenn er meint, ich glaubte diese Lügen. Hä? Da das gerade eben, weiß ich mal, ein Feature, was eingeführt werden sollte oder so ähnlich? Ich habe nämlich gestern so eine Seite gesehen von Features, die nicht eingefügt werden. Eingefügt wurden. Na egal. Soll mich jetzt nicht weiter stören? Oh Gott, ich krieg noch einen Anfall wegen diesen Dingern. Ist dies ein Trugbild meiner Sinne oder Widerhall dessen, was noch geschehen wird? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist echt ein bisschen verwirrend hier jetzt am Ende mit diesem Wirbelström. Aha. Bitte ein Portal. Ich will ein Portal. Ja! Danke! Das müsste das jetzt mit der Uhr sein. Es kann kein anderes mehr sein. Wenn aber gleich der Endkampf kommen sollte, dann weiß ich immer noch nicht, wo die letzten beiden Splitter sind. Das kann man mir spoilern, wenn ich den Endkampf vorbei habe.
weil dann mache ich das nochmal als extra Video, wo die letzten beiden Splitter waren. Ich bin enttäuscht von deiner Entwicklung. Ich hätte dich früher erwartet. Sag mir, hat es dir etwas ausgemacht, deine Brüder zu töten? Hat es dir was ausgemacht, mich in den Abgrund werfen zu lassen? Nein. Ich habe an dich geglaubt. An deine Fähigkeit zum Hass. An deine selbstgerechte Empörung. Du lügst. Alles kannst du nicht vorhergesehen haben. Die Ewigkeit ist unerbittlich, Raziel. Als ich mich vor Jahrhunderten zum ersten Mal in diesen Raum geschlichen habe, konnte ich die wahre Macht des Wissens nicht ermessen. Die Zukunft zu kennen, Raziel, zu sehen, wie sich ihre Pfade und Ströme in der Unendlichkeit verlieren. Als Mensch hätte ich solche verbotenen Wahrheiten niemals fassen können. Doch jeder von uns ist so viel mehr, als wir einst waren. Lass den Blick über die Ebenen der Möglichkeit schweifen. Und sag mir, fühlst du nicht mit ganzer Seele, wie wir Göttern gleich geworden sind? Und sind wir als solche nicht untrennbar? Solange auch nur einer von uns steht, sind wir Legion. Und wenn ich meine Kinder der Lehre opfern muss, ist dies der Grund, weshalb ich es mit reinem Herzen tun kann. Sehr poetisch, Kain, doch im Grunde nichts weiter als eine bequeme Rechtfertigung für deine Gräueltaten. In diesen Räumen erlangt Einsicht, wer geduldig genug ist, hinzusehen. In deiner Hast, mich zu finden, war dein Blick vielleicht nicht frei. Unsere Zukunft ist vorherbestimmt. Möbius erkannte meine schon vor einem Jahrtausend. Wir spielen jeder nur die Rolle, die das Schicksal uns bestimmt. Unausweichlich bleiben wir auf unseren festgelegten Pfad. Der freie Wille ist nur Illusion. Ich war bei der Grabstätte der Seraphan, Kain. Dein schmutziges Geheimnis ist entdeckt. Wie konntest du einen Seraphan-Priester in einen Vampir verwandeln? Wie hätte ich anders handeln können? Man braucht seine Freunde, Raziel, und die Feinde braucht man erst recht. Verstehst du die absurde Schönheit des Paradoxes? Wir sind zwei Seiten derselben Medaille, Seraphan und Vampir. Beide führen wir heilige Kriege, streben besessen die Herrschaft über Nosgoth an. Wer sollte mir besser dienen als die, deren Leidenschaft alle Vorstellungen von Gut und Böse weit übersteigt? Die Blasphemie deiner Worte wird mir die Wahrheit nicht verhüllen. Die Seraphan wollten Nosgoth vor unseren verbrecherischen Taten retten. Mein Blick ist nun frei, Kain. Ich sehe nichts Edles in dem untoten Leben, mit dem du meinen Körper knechtest. Du hast vielleicht deine Vergangenheit entdeckt, doch du weißt nichts davon. Du glaubst, die Seraphan waren edel und uneigennützig? Sei doch nicht naiv. Sie verfolgten die gleichen Pläne wie wir. Du irrst in einem Labyrinth der Lügen umher, Kain. Diese Trugbilder und Omen. Was für ein Spiel ist das nun wieder? Das Schicksal ist ein Spiel, oder nicht? Und jetzt bin ich am Zug. Nein, denke ich nicht. Ich denke, ich werde dich töten. Bam. Alter. Was für ein Pisser ist denn das? Oh my goodness. Muss ich hier irgendwas verstellen? Noch? Oh. Alter, Kain regt mich auf. Oder Kain. Oder wie auch immer. Stimmt jedes Mal in der Mitte. Es war so klar. Wie er mich aufregt.
Ja, hier in der Mitte bin ich geschützt. Ist das der Plan? Aber der Ton spinnt schon wieder. Ich gucke jetzt, ob ich was anderes machen muss. Ah, das ist doof, dass der Ton sparkt. Alter, zieht er viel ab. Mal gucken, was wir hier oben haben. Warum hat man so einen extrem riesigen Raum? Frodo. Sie hat wieder entwickelt. Bla. War hier nicht gerade eben noch. Durch die Wand! Ich glaub's auch. Durch die Wand. Was? Wo kommt der denn her? Nein! Du nervst mich! Kann ich den überhaupt so besiegen? Das ist hier so die Frage, die mich interessiert. Bam! Da. Ach man. Ich denke, ich mache hier einen kurzen Cut, starte das Spiel neu wegen Ton und dann sehen wir uns weiter, wenn er oben wieder auf der Ebene ist.